Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Und ja, ich sehe etwas demoliert aus, weil ich eine Treppe runtergefallen bin. Also nicht in den Kommentaren fragen, ich bin einfach nur runtergefallen, alles gut. Nichts Schlimmes. So, und wir waren dabei zu questen. Aber erstmal schalte ich die hier aus für gratis Erfahrung. Alter. Was wippe ich denn so durch die Gegend? Ach komm, das war ein Headshot. Okay, den juckt das nicht so sehr. Gut, um zusammenzufassen, was momentan los ist. Wir haben eine Mutation, wir sind also jetzt Vegetarier. Und wir werden gucken, ob wir so wirklich durchkommen. Eventuell könnte ein Redaway helfen, aber nur eventuell. Und jetzt momentan ein Redaway reinzuziehen, ist jetzt nicht wirklich so genial, weil wir sind ja auch irgendwo, ja, nicht wirklich gerade risikobehaftet, ne? So, wir wollten informiere dich über die Geschichte von Riverside. Seit wann ist das denn da? Wir wollten dahin. Für den nächsten Tagebucheintrag von welch? Da gehen wir hin. So, ich weiß nicht, in letzter Zeit muss ich so oft. Na, explodiert. So oft Folgen ausfallen lassen, weil irgendeine Scheiße passiert. Wie zum Beispiel jetzt letztens, dass ich runtergefallen bin. Loch im Kopf, weißt du. Musste zum Glück nicht genäht werden, aber es ist trotzdem ärgerlich. Dass ich ständig irgendwas ausfallen lassen muss, weil irgendwas passiert. Ich will einfach nur wieder meinen Rhythmus finden. Und den kriege ich ja erst dann, wenn ich regelmäßig aufnehmen kann. Aber ich habe ja bald Urlaub. Und dann geht es wieder normal weiter. Freue ich mich. Endlich nochmal aufnehmen, endlich ein bisschen chillen und entspannen. Ach, das wird schön. So, mal gucken, was wir unterwegs noch finden. Wenn wir irgendwie irgendwas finden, gehen wir da natürlich rein. Vielleicht finden wir mal, keine Ahnung, stärkere Gegner. Wundert euch nicht, wenn ich nicht so emotionsgeladen wie sonst bin, weil ich kann meine Augenbraue links nicht heben, sonst tut das weh. Ihr habt es gerade schon gemerkt. Und heute Nacht war auch cool. Maggie wollte sich an mich ranlehnen. Legendär. Mein Gott. Und hat mir eine Kopfnuss verpasst. War ganz schön schmerzhaft. Habe ich nichts anderes am Start? Kaputt. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Das ist meine gute Waffe, ne? Okay, wir müssen irgendwie an den rankommen. "42", okay. Da sage ich, dass ich stärkere Gegner will und da kommt so ein Hoshi, ne? Das ist ja uncool. Oh, Fäuste, geil. Bumpgun, okay. Nein, das wollte ich nicht. Kacke. Okay. Du hast zum Glück nur einen Hammer, ja? Alter, nimmt doch kaum Schaden, ey. Oh Gott. Au! Okay. Oh nein. Lauf doch! Oh, ich habe die Animation gecancelt. Sehr schön. Okay, den Legendären zu erwischen, wird höchstwahrscheinlich sehr schwer. Ach, Scheiße, Mann. Gott. Oh, nein, 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 nein. Wieso hat da jetzt eine Munition da reingetan? Willst du mich verarschen? Ist genauso gut wie die Shotty, ey. Müsst ihr euch mal reinziehen. Also er hat nicht eine Munition reingetan, er hat komplett nachgeladen. Ah, okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber du gibst bestimmt richtig Erfahrung, Dude. Oh Gott. Wenn ich mir vorstellen würde, dass der eine Waffe hat.
Oh mein Gott. Oh nein, nicht, nicht, nicht schlagen. Ich habe noch ein Stim. Oh Gott. Oh. Schön den Kopf noch erwischt. Oh, Granaten, die kann ich gleich gut gebrauchen. Okay, wo ist der Legendäre? Er ist weg. Autsch. Das tat weh. Schrecken ist nicht so gut für meinen Körper. Der war da oben drauf, ne? Wo ist der hin? Der ist immer noch da, der versteckt sich nur, okay. Wenn ich ihn von Weitem aus snipern könnte, wäre das genial. Oh scheiße, noch ein Meister. So viel Schaden wie möglich erstmal reindrücken. Er weiß noch nicht, wo ich bin. Er weiß noch nicht, wo ich bin. Ich muss mich verlieren. Habe ich noch so zur Auswahl? 10 mm. Ich musste auf jeden Fall zu 10 mm gleich wechseln. Machen wir das jetzt schon mal. Weil die hat auch nicht mehr so viel Haltbarkeit. Shit. Okay. Das könnte doch interessant werden. Hallo? Okay. Okay, jetzt hat er mich. Ja! Ey, 10 mm ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Muss man schon sagen. Ja. Ich frage mich, ob ich sie auch verkuppeln kann, wenn ich aufs Bein schieße oder so. Ich weiß nicht, ob das hier geht. Haben wir noch gar nicht ausprobiert, ne? Mr. Legendärer Hoshi, du hast nur, hast du irgendwie einen Hammer in der Hand oder so? Ach du Scheiße, in der Tür überhaupt keinen Schaden. Ah doch. Sah nur so aus. Und ich glaube, der kommt von seinem Dach nicht runter. Hier versteckt sich die olle Sau. Na gut, wir müssen die Position wechseln. Wir haben noch knapp 55 Schuss. Damit kommen wir klar. Dass wir kein Trinken haben, kommen wir weniger klar. Ah, die haben Spaß. Ich muss den legendären Hoshi erledigen hier. Und du springst jetzt nicht runter, oder? Bleib schön da, wo du bist. Ah, oh, das ist perfekt. Können wir ihn wegsnipern? Huh. Oh nein! Oh Gott, ein Meister. Hat ihm das überhaupt nicht wehgetan?
Okay, ich hab ihn getroffen. Muss warten, bis er nachlädt. Wie triffst du mich denn? Habe ich noch irgendwas? Baseballgranate hier. Wie, wo? Wo ist er hin? Ist immer noch da. Scheiße. Was bist du? Supermutantenvollstrecker? Was, wo bin ich denn hier gelandet? Na gut, der ist zum Glück nur 28. Wo ist er? Da. Ja, es wird nichts bringen. Scheiße. Okay, der ist tot. Puh. Wo ist der andere hin? Keine Granaten mehr, shit. Okay, letzter Stem. Was ist denn nun los? Hä? Was war das für ein... Ist er tot? Nein. Was war das gerade? Na komm, schieß deine Munition raus. Komm, fall doch einfach um, Mann. Tu mir den Gefallen. Oh Gott. Geht auch nicht mehr so wirklich viel. Okay. Sammeln wir den Scheiß erstmal ein. Und ihre Waffen definitiv auch. Kann ich gut gebrauchen. Oh, ein Impro-Gewehr war das. Ja gut, das hat auch nicht wirklich viel Schaden bei mir gemacht, aber diesen legendären muss ich noch erwischen irgendwie. Und ich muss vorher was trinken. Okay, zum Glück backt der legendäre fest. Und ich guck mal kurz, was für Waffen ich habe. Währenddessen wir uns kurz was zu trinken holen. Ja, aber ein Jagdgewehr. Okay, davon haben wir extrem viel Munition. Gucken, ob wir ihn treffen können. Glaube nicht. Das Einzige, was ich noch habe, ist der hier, ne? Ach, ich weiß, was es ist. Meine Waffe repariert sich. Ah. Klar. Halleluja. Er ist sogar runtergefallen. Rusty Pick. Anti-Rüstung Kaliber 50 Maschinengewehr. Okay. Vielleicht nicht Stufe 45, ey. Vielleicht nicht genau das, was ich wollte. Ein Sniper hätte mir sehr weitergeholfen. So, wir haben ab diesem Punkt keine Waffen. All unsere Waffen sind am Arsch. Es ist doch schon mal geil. Na, wir haben einen legendären mehr vernichtet. Wir haben ordentlich XP bekommen und hier war eine Musikband. Ach, hier kann man Fotos machen.
Aber dafür braucht man ein paar mehr Leute, um hier irgendwie Musik machen zu können. Ich frage mich, ob die Supermutanten die Musik gemacht haben. Und ich frage mich, ob da drinne starke Supermutanten drinne sind. Wenn ja, sind wir nämlich ziemlich am Arsch. Check ich nicht. Was soll mir das jetzt bringen? Ein roter Teddy. Genosse Moppel. Der hat sogar Geräusche gemacht. Lol. Okay, haben wir noch irgendwas verpasst, bevor wir reingehen und sterben? Ach, wieso kam man nicht runter, wenn man hier aufs Dach kann? Ist der denn blöd? Naja, ich habe nichts dagegen. Ein gratis legendären zusammengeschlagen. Kiste für gefährliche Materialien. Okay. Gezogener Disteltee. Ach, das ist das, was du meintest. Ah, ich brauchte natürlich erstmal höchstwahrscheinlich ja, das Rezept dafür. Jetzt können wir auch Tee damit machen. Rezept gezogener Disteltee. Ja, gut. Können wir es eigentlich schon machen? Aber ich habe kein Wasser am Start, ne? Also wir gucken uns mal an. Alle Getränke. Ja, gezogener Disteltee. Das ist doch genau das, was du meintest, oder? Plus 20% kritischer Schaden. Ah. Ey, seht schon. Man muss natürlich solche Rezepte erstmal finden. Ich habe mich schon gewundert, weil ich das letzte Mal habe ich das nicht gefunden, als mir Achim das gesagt hat. Und ich glaube, das meintest du, ne? Oder vielleicht meintest du sogar noch einen anderen Tee, aber den, wie gesagt, habe ich ihn noch nicht. Muss man erst finden. Und übrigens, ich habe hier oben noch gar kein Gefühl im Kopf. Diesmal, wenn ich über die Wunde streiche, dann kribbelt das hier oben, weil genau hier der Nerv ist. Ah. Das ist lustig. Aber irgendwie auch eklig. So, was haben wir denn hier so Schönes? Zeit für hier die Schott hier rauszuholen. Ich hoffe, dass ich kann hier irgendwo meine Sachen reparieren. Oh, Mutant. Wir spielen Streich. Menschen, so klein, so schwach. Oh, hi. Zuschlagen. Oh Gott, ich muss nachladen. Warte kurz. Oh. Zum Glück hat er nur eine Waffe. Hat er sich gerade noch mit dem Tier angelegt? Tatsächlich. Okay. Wir sind mal wieder erfolgreich überladen. Geil. Wir wissen aber nicht, wo ich bin. Ich höre den doch hier rumstampfen. Wie konntest du gleichzeitig schlagen und schießen? Habt ihr es gesehen? Der hat sein Auto-Attack gecancelt. Habt ihr hier was zu trinken für mich? Oh, gezogener Tato-Blumentee. Der Honig nehmen wir auch mit. Gewürze kann auch nicht schaden. Nein, 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 nein. Ich hoffe darauf, dass wir hier eine Werkbank finden. Knacke Schlösser. Abgekochtes Wasser, das ist auch nicht schlecht. Da habe ich gerade eine Tür gehört. Okay, diverses Hilfsmittel. Was haben wir denn hier? Gezogener TP, Initiative, Wasser. Ah, gut.
Habe ich noch Right Away verdünnt hier? Ziehen wir uns das rein? Toll. Ich wollte doch. Ach Mann. Ich wollte doch eigentlich Vegetarier sein. Aber es bringt mir halt nichts Großartiges, ne? Details. Ja, Intelligenz bringt mir das um 2, aber das braucht ja keine Sau. So, wir sind immer noch überladen. Ich hoffe wirklich, hier ist irgendwo eine Werkbank. Oh, Werkbank. Wieso hat die ausgelöst, hä? Ah, dein Skill 1. Mann. Okay, Gegenstände verwerten. Und dann noch die ganzen Waffen, die wir haben. Impro-Pistole. Brauchen wir nicht. Stufe 15, ups. Dann behalten wir die ab Stufe 15. Sollten wir in Impro... Habe ich gerade meine einzige funktionsfähige Waffe zerstört. Ich hoffe, ich kann die reparieren. Ja, kann ich. Huh. Erstmal das Wichtigste reparieren. Und zwar das Jagdgewehr. Ich will es reparieren. Ich kann es nicht reparieren. Aluminium, ey. Suche ich das zumindest? Vibriert das mit meinem Handy in der Tasche? Ich hab's normalerweise, wenn ich zu Hause bin, nicht in der Tasche, deswegen habe ich mich gerade erschreckt. Ich suche Aluminium tatsächlich. Aluminium ist eigentlich voll leicht zu finden. Wieso habe ich so wenig davon? Na gut, solange wir hier drin sind, eigentlich noch Schotti, ne? Clara Webers Tagebuch. Tagebuch von Clara Weber. Diese alte, in einem stillgelegten Minenzugang untergebrachte Kneipe besitzt einen geheimen Versammlungsraum. Sie war die bevorzugte Trinkhalle der einheimischen Bergleute, die dort nach der Arbeit ihren Frust ertränkten, und wurde von einer älteren Frau geführt, deren Mann mit und Söhne bei einem Bergunfall ums Leben gekommen waren. Die Kneipe bleibt über Generationen hinweg in Familienbesitz und war während der Prohibitionszeit eine der Flüsterkneipen der Gegend. Heute dient sie den Gewerkschaften als geheimer Versammlungsort. Okay. Ah, ich hab nicht mal Skill, das Ding zu öffnen, ey. Ich kann nicht mehr one-shotten, eine Kakerlake one-shotten. Aluminium. Na gut, da es hier auf jeden Fall weitergeht, sollten wir definitiv erstmal hier oben uns umschauen. Es ging ja noch weiter höher, oder? Oder hier waren wir noch nicht. Also klar, kleines Kackviech. Ne, hier sind nur Toiletten. Aber das Ding hat doch rein theoretisch ein zweites Stockwerk. Konnten wir doch erkennen. Na ja, gut, dann gehen wir halt runter. Ärgerlich, das mit dem Aluminium. Naja. Laterne gibt mir anscheinend auch kein... Was bist du denn? Grubenhauerkratzer. Ein neues Viech. Oh. Oh. Leider kann ich dich nicht sehen. Schlüssel für das brennende Bergwerk. Okay. Kann ich vielleicht noch einen im Licht sehen? Wird wahrscheinlich schwer, wenn man hier so unter der Erde haust, ne?
Guck mal. Oh Gott. Du bist ein Nahkämpfer, ne? Was auch immer du da hast. Ich will's haben. Scheiße. Das war ein Raketenwerfer? Der hat die Raketenwerfer aus der Hüfte geschossen. Okay. Das respektiere ich. Ja, okay, kein Wunder, dass er damit nicht zielen konnte. Oh. Wieso bin ich jetzt wieder geheilt? So, ja. So. Heilen wir uns mal ein bisschen. Läuft er da mit dem Raketenwerfer? Unter der Erde läuft er mit dem Raketenwerfer rum. So doof kann man doch nicht sein. Soll man sowas entschärfen? Irgendwer ist hier noch. Kampfmesser brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Weil es ist so eine, nee, so eine Antenne ist aus Eisen, ne? Der ist doch keine Sau mehr, hä? Granaten. Für den Notfall, ihr habt gesehen, für den Notfall braucht man immer Granaten. Wer ist denn doch hier? Eine Maulwurfsratte oder so? Ich sehe hier nichts. Ja, wir sind wieder überladen. Ich kann nicht laufen. Vielleicht auf der anderen Seite? Naja, gut, okay. Werden wir erstmal unseren Scheiß los. Also ich höre hier auf jeden Fall noch jemanden. Na gut. Nicht da dich. So. Ich habe keinen Schrott mehr, ne? Frage, wollen wir den Raketenwerfer behalten? Der macht ja nur 110 Schaden. Brauche ich nicht. Hui, das war ein Abenteuer, Freunde. Okay. Oh. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich morgen zu einer neuen Folge wieder und dann gehen wir weiter Richtung Quest. Haut rein, euer Zero. Tschüss.